Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Das hier ist jetzt die Folge 4. Wir haben damit begonnen, wie ist es, wenn man in den Knast eingeliefert wird, was ist der erste Ablauf. Wir haben darüber geredet, ob man eine Einzelzelle, eine Gruppenzelle haben will. Und letztes Mal haben wir darüber geredet, wie es ist, wenn man Besuch bekommt von Leuten, die man liebt. Und da hänge ich mich jetzt auch gleich ein. Stellt euch vor, der Besuch, auf den ihr wartet, stellt euch vor, der Besuch, der euch jeden Monat besucht, taucht nicht auf. Ihr sitzt in Zelle und ihr wisst, der normale Ablauf ist, die Glocke läutet, bleib, fertig machen zum Besuch. Doch heute passiert es nicht. Der Besuch sollte um 2 da sein. Das heißt, ihr werdet um 2:10 abgeholt. Es klingelt nicht. Es wird 2 Uhr. Es klingelt nicht. Es wird 2:05, 2:10. Ihr drückt die Glocke. Ihr fragt den Beamten, hat sich mein Besuch gemeldet? Nein. Was jetzt? Ihr setzt euch hin, ihr wartet. Die Minuten werden länger und länger und länger. Der Besuch ist nach einer halben Stunde immer noch nicht da. Was geht euch im Kopf vor? Was denkt ihr? Wo ist euer Besuch, der sonst so zuverlässig ist? Wo sind die Leute? Das Erste, was man sich denkt, ist, es gab einen Autounfall. Sie sind krank geworden. Denn diese Leute würden euch nicht versetzen. Es handelt sich um eure Mutter oder eure kleine Schwester. Sie würde immer kommen. Und jetzt, in der heutigen Folge, wollen wir so ein bisschen drüber reden. Was könnt ihr machen, wenn so etwas passiert? Was tut ihr? In vielen Gefängnissen in Deutschland könnt ihr jetzt nochmal die Glocke drücken und den Beamten verlangen, dass ihr telefoniert. Es gibt 3 verschiedene Formen zu telefonieren in Gefängnissen. Das eine wäre, das Telefon befindet sich am Gang. Heißt, die Zellentüren gehen auf und in der Zeit, in der die Zellentüren offen sind, könnt ihr die Telefonzellen am Gang einfach benutzen. Zu dem Zweck bekommt ihr meistens eine Telefonkarte, die ist auf euren Namen zugelassen. Ihr könnt ein Guthaben draufladen und dann könnt ihr mit dieser Telefonkarte an dem Telefon telefonieren. Für Gefängnisse ist es eigentlich eine clevere Lösung, weil man sieht, ihr steckt die Karte rein, ihr gebt eure Nummer ein. Man weiß, wer dieses Telefonat wann geführt hat. Telefonate werden aufgezeichnet und wenn ihr dort Mist redet oder irgendwelche Verbrechen plant, Straftaten plant, Zeugen bedroht oder was auch immer, kann man euch danach dafür zur Rechenschaft ziehen. Diese Form des Telefonierens, nämlich mit dem Telefon auf dem Gang, habe ich nur in Holland erlebt. Ich habe die erste Zeit meiner Haft in Holland verbracht und im ersten Gefängnis in Holland, in dem ich war, war es genauso. Dort gab es 3 Telefone auf einem 2-stöckigen Gang mit ungefähr 80 Gefangenen. Offen war dort ungefähr 3 Stunden am Tag. Das heißt, in diesen 3 Stunden wollten alle 80 Gefangenen telefonieren an einem dieser Telefone. Das bedeutet für jeden knapp 9 Minuten, wenn es fair laufen soll. Jetzt könnt ihr euch aber vorstellen, dass manche Leute Kinder haben, dass manche Leute gerade Streit mit ihrer Frau haben und nicht einfach auflegen nach 10 Minuten. Stellt euch vor, wie ihr am Telefon seid und hinter euch bildet sich eine Schlange von Leuten, die warten, dass sie drankommen. Erstens, hören sie euch zu. Zweitens seht ihr die Blicke, sie drängen euch. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese Art von Telefonen auch ein Quell für Streit. Meine erste Schlägerei im Gefängnis lief an so einem Telefon ab. Und zwar wusste ich soll eine Freundin von mir anrufen um 12. Ich habe sie angerufen, ist nicht hingegangen. Hinter mir stand einer und wartete. Ich habe aufgelegt, kurz gewartet, ihm so, ja, sorry Bro, sorry, na. Und als ich irgendwie beim 4. Versuch war, sie anzurufen, merke ich, ein Arm kommt an der Seite vorbei und der Typ legt auf. Er legt für mich auf mein Telefongespräch. In dem Moment sind mir die Sicherungen durchgedreht und ich habe ihm mit dem Telefonhörer aufs Auge geschlagen. Ich habe ihn gut erwischt. Es gab eine kurze Schlägerei. Was ihr verstehen müsst, in Gefängnissen ist nicht wie in den Filmen. Die Schlägereien sind sehr, sehr kurz. Man hat nur sehr wenig Zeit. Es werden Gefangene kommen, es werden Beamte kommen. Ihr werdet sofort getrennt. Kleiner Timeout, Leute. Heute wäre mir diese Schlägerei nicht mehr passiert. Der Junge stand unter dem genau gleichen Druck wie ich. Was weiß ich, wen er anrufen wollte? Was weiß ich, wie sein Mindset gerade war? In dem Moment habe ich aber nur die Frechheit gesehen, dass er bei mir auflegt. Ich wollte mich beweisen, ich wollte einfach nur zeigen, dass ich sowas nicht mit mir machen lasse. Vollkommen unnötiger Ausbruch von Gewalt. Ihr seht also, ein Telefon auf dem Gang ist nicht so angenehm, wie es sich anhört. Ihr werdet kämpfen müssen für eure Zeit, ihr werdet keine Privatsphäre haben. Und ihr werdet eine Menge Druck haben. Ich kannte Leute, die nicht telefoniert haben, nur um sich diesem Druck nicht stellen zu müssen. Die zweite Form des Telefonierens. Die zweite Form des Telefonierens ist das Telefonzimmer. Dort geht ihr in ein Zimmer, dort steht ein ganz normales Telefon. Ihr gebt die Nummer, jemand wählt für euch oder ihr dürft manchmal auch selbst wählen. Meistens muss man die Nummer, die gewählt wird, vorher angeben, dass sie überprüft wird. Es muss ein Festnetz sein. Auch die Leute, die mich jetzt aus Gefängnissen anrufen, rufen aus solchen Situationen an. Entweder Büros mit dem Beamten zusammen oder das Telefonzimmer immer mit dem Beamten zusammen. Die Telefonzeit dort, bei den Leuten, die mich jetzt gerade anrufen, ist meistens so zwischen 12 und 16 Minuten. Mehr nicht. Das hört sich jetzt viel an, aber jedes Mal, wenn ich mit jemandem telefoniere, der im Gefängnis sitzt, geht die Zeit so vorbei. Und immer sind es die Leute, die einem sagen so, ey Bro, meine Zeit ist gleich rum. Weil sie kriegen dieses Zeichen vom Beamten so, ja, jetzt mach mal Schluss langsam. Und dann wird das Telefongespräch super komisch.
Man versucht nochmal schnell alles zu klären, nichts zu vergessen. Natürlich vergisst man super viel. Und dann ist es einfach nur noch bye. Tschüss. Und jedem, ja, das ist immer so, in Deutschland ist alles so super und es ist ja alles so toll und telefonieren und bla bla bla. Wer von euch geht denn eigentlich noch an sein Telefon? Wer von euch hat überhaupt einen Festnetzanschluss? Die meisten Anstalten dürfen nicht auf Handys anrufen. So, wer von euch hat einen Festnetzanschluss? Wer von euch geht an sein Telefon? Was ist, wenn ihr den Anruf verpasst? Ich habe so oft verpasse ich einen Anruf von jemandem, der mir gesagt hat, ey, ich rufe jeden ersten Samstag um 5 Uhr an. Bumm, ich komme nach Hause, sehe es auf dem Anrufbeantworter, hab's vergessen. Die dritte Form des Telefonierens ist die, die ich am besten kenne. Und das ist überhaupt nicht telefonieren. Gar nicht. Kein Telefon. Ich habe die kompletten 9 Jahre nicht einmal telefoniert. Kurz vor Ende war dann mal ein Anruf irgendwie beim Jobcenter. Dafür gibt es auch eine rechtliche Grundlage. Ihr habt kein Recht zu telefonieren. Schon gleich gar nicht in Bayern. Ich habe mir den Auszug ein bisschen rausgeschrieben. Und zwar lautet er nach Artikel 35 Absatz 1 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes: Gefangenen kann in dringenden Fällen gestattet werden, ein Ferngespräch zu führen. Ihr müsst genau zuhören. Kann in dringenden Fällen gestattet werden. Muss aber nicht. Und so ist das ganze Bayerische Strafvollzugsgesetz und auch viele andere aufgebaut. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Kann-Regelungen und ganz wenig Muss. Das heißt, es liegt immer im Ermessen des Beamten, ob ihr irgendwas dürft oder nicht. Eine kleine Geschichte dazu. Und das ist auch wieder die Unterschiede. Ich war in Bayern. Jeder, der in Bayern war, kennt das. Bei mir ist das passiert, worüber ich am Anfang dieser Folge mit euch geredet habe. Mein Besuch ist nicht gekommen. Meine Mutter ist nicht aufgetaucht. Sie kommt jeden Monat. Sie ist pünktlich wie ein Uhrwerk. Wenn sie nicht auftaucht, ist irgendwas nicht in Ordnung. Der erste Gedanke war der Autounfall, der zweite Gedanke die Krankheit, der dritte Gedanke, was zum Teufel, ich weiß es nicht. Ich habe also eine halbe Stunde gewartet, bevor ich angefangen habe, Terror zu machen. Ich bin vorher ins Büro, ich habe die Beamten gebeten, telefonieren zu dürfen. Ich habe nicht mal darum gebeten, selbst telefonieren zu dürfen am Anfang, sondern ich habe sie gebeten, ob sie nicht anrufen können, ob sie nicht irgendetwas tun können. Ihr könnt euch das so vorstellen. Ich komme panisch und fragend, voll Angst in dieses Büro. Und ich sage zu einem Beamten, der weiß, dass ich seit 6 Jahren nicht telefoniert habe, dass ich seit sieben Jahren im Gefängnis bin. Entschuldigen Sie, meine Mutter ist nicht zum Besuch gekommen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich sie anrufen kann? Ich brauche nur diesen einen Anruf. Ich habe nie danach gefragt. Und seine Antwort damals war, wie, telefonieren? Heute telefoniert man doch nicht mehr. Schreiben Sie halt eine E-Mail. Ich hatte zu dem Zeitpunkt in meinem Leben noch nicht eine einzige E-Mail geschrieben. Niemand im Gefängnis darf E-Mails schreiben. Ich bin diese Woche angeschrieben worden, teilweise von Beamten aus dem Justizvollzug, warum ich das alles so negativ darstelle. Ich sage nicht, dass ihr alle so seid, aber ich sage, es reicht, wenn einer von 10 so ist. Das Erlebnis damals war eines der schlimmsten, das ich je hatte. Ich habe noch nie so viel Hass auf einen Menschen gehabt. Und es war einer der netten Beamten. Der dachte einfach, ach, das ist cool, so eine Floskel zu machen. Das ist nicht so schlimm, wen stört's? Na, ihn stört's nicht. Für mich hat es damals... Und es tut heute noch so weh. Anrufen durfte ich nicht. Nicht an diesem Tag. Es war auch schon zu spät. Es war irgendwie kein Sozialarbeiter, kein Pfarrer mehr da. Das ist nämlich noch ein alternativer Weg, dass sie dann den Pfarrer fragt. Und im Endeffekt war das Problem, dass sie angerufen hatte, aber schon ein paar Tage vorher und eben diesen Besuchstermin verschoben hatte, weil es nicht anders ging wegen einem Arzttermin. Ich habe also erst über den Brief, der nach dem Besuchstermin angekommen ist, erfahren, dass meine Mutter den Besuchstermin abgesagt hat. So wird es euch öfters mal gehen. Ich habe euch von der Beerdigung erzählt, von der ich erst danach erfahren habe. Viele Dinge werdet ihr erst danach erfahren, weil Post dauert nun mal ein paar Tage. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Thema, und zwar Post. Darüber reden wir nächstes Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch für den ganzen Support. Vielleicht auch nochmal sagen, ich bin mega geflasht von den Hunderten von Leuten, von den Tausenden Leuten, die folgen, von den Hunderten Leuten, die schreiben. Vielen Dank dafür. Ich hätte damit nicht gerechnet. Peace.